ihr geilen Schittchen, herzlich willkommen und wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hätte mal ganz spontan Bock auf ein kleines Video. Und zwar habe ich mir eine neue Kamera geholt, mit der ich auch gerade schon filme. Denn ich habe mal so ein paar Kommentare natürlich gelesen und hin und wieder stand da auch was von: Boah, die bitte benutzt jetzt nicht diese komische Fischaugenkamera, die jetzt jeder benutzt. Voll Mainstream, Alter. Habt ihr gar nicht mal so unrecht, habe ich mir in dem Moment gedacht. Normalerweise würde ich jetzt hingehen und sagen so: Ja, sorry, aber das ist mein Video, meine Kamera und ich nehme so auf, wie ich da Bock drauf habe. Aber man soll ja auch offen für Neues sein und da ich eine kleine Kamera brauchte, ja, wie diese Legria, die ich hatte mit diesem Fischauge, die ich einfach mal kurz anschmeißen kann, einfach um ja euch mitzunehmen irgendwohin, egal was weiß ich, habe ich mir gedacht, guck ich mal ein bisschen im Internet rum und ja, jetzt habe ich auch noch was direkt gefunden, was ich hinstellen kann, was ich ehrlich gesagt viel besser finde als den Camcorder, den ich benutze. Aber ist auch vollkommen egal. Worum es geht ist, ich hatte einfach Bock auf ein kleines Video. Ich werde jetzt den Tom, den Shuffle, besuchen, mit dem ich ja auf unserem Pete's Meat-Kanal hin und wieder diese Lucky Blocks zocke. Und da er jetzt neuerdings in Hamburg wohnt, dachte ich mir, gehe ich mal vorbei, ja, und inklusive Bad Hair Day Mütze und Ultra Booster. Nein, aber ich dachte mir, ich nehme euch mit, guck mal, was da so abgeht, wie seine Wohnung so aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem filmen darf, denn ich setze das jetzt einfach mal voraus. Und wir wollten auch noch was aufnehmen, und zwar Five Nights at Freddy's 3, weil er hatte mich spontan angerufen und mich gefragt, ey, ob ich nicht Bock hätte, vorbeizukommen, ein bisschen mit aufnehmen. Dann dachte ich mir, gut, komm, hast du eine neue Kamera, direkt einpacken und ich nehme euch jetzt mit. Also, schön, dass ihr da seid. Ich nehme euch jetzt mal runter in die Tiefgarage, fahr los, nehme euch mit und dann mal gucken, ja, wie die Wohnung von dem so aussieht. Ich bin jetzt gerade im Aufzug hoch zu seiner Wohnung und ich bin mal gespannt, ob er irgendwas sagt. Denn ich würde das nicht so nett finden, wenn ich jetzt mit der Kamera direkt hingehe und sofort so: Hallo! Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was er sagt. Er wartet bestimmt schon was für mich. Da ist er nämlich. Hallo! Oh, ich freue mich, dass ich da bin. Weißt du, so direkt im Partner. Ja. Hast du heute auch Bad Hair Day? Nee, eigentlich nicht. Nee? Das ist cool, das hier. Wir filmen uns mal richtig behindert gegenseitig mit Kameras. Boah, guck mal, Kameraception, Junge. Ja. Voll gut. Jetzt müsste eigentlich das Universum explodieren. Jetzt müsste eigentlich alles explodieren. Ja, tut's aber. Guck mal, so arbeitet der Tom hier, ja? Ich meine, der Junge, ja, ich will hier nichts vorwegnehmen, der wollte eigentlich für euch noch eine Roomtour machen, ja? Aber der hat hier alles am Start, ja? Ich filme mal eben kurz. Das ist das Wichtigste. Das ist Fanta, ja? Das ist Fanta, das ist nichts Schlimmes. So, und ist da gar nicht so unähnlich, so wie ich arbeite. Also du hast hier deine Strahler, deine Bildschirme, so, da sind: Hallo, ich bin Tom! Ich bin der Schaffel! Ja, und ich dachte mir, komm, weißt du, jetzt bin ich schon einmal hier zu Besuch, da gucke ich zumindest mal einmal kurz durch. Boah, guck mal da oben hier mit Licht direkt in der Decke drin. Ja, richtig sexy. So, und was haben wir? Das Erste, was mir hier schon ins Gesicht springt, ist der silberne Play-Button, ja, für das Erreichen von 100.000 Subscriber. Ja. Ja, Glückwunsch dafür, auch wenn du schon fünfmal so viele hast. Und theoretisch gesehen darf ich ja auch sogar schon so einen haben. Aber ich weiß gar nicht, Tom, was muss ich denn dafür machen? Muss ich dafür YouTube-Partner sein? Ja. Ja, ich muss dafür YouTube-Partner sein. Und du kriegst sogar eine Kameratasche. Oder einen Stuhl. Ja? Oder Stuhl. Ja, cool. Das bedeutet ja, ich muss jetzt bald mal... Das ist die hier? Die bekommt man. Ja, da bist du dann der greatest Motherfucker, wenn du unterwegs bist. Boah, wie geil ist das denn? Ach, und dann kannst du da dein komplettes Equipment reinmachen. Ja. Ach, da kannst du so ein Stativ auch reinschütten. Stativ, ja. Ey, wie fett ist so das? So rein? Ja. Und dann kannst du so rumlaufen. War das nicht eigentlich? Danke. Für die Broadcaster von morgen. Ja. Ja, heißt also, Leute, ich bin noch kein YouTube-Partner. Heißt also, ja, ihr müsst euch demnächst auf Werbung einstellen, damit ich meinen silbernen Play-Button bekomme. Aber bloß wegen. Aber natürlich nur wegen des silbernen Play-Buttons, ist klar. Was ich jetzt habe, ja, oder was er hat hier, das ist somit das Geilste für Filmabende. Das ist hier eine
Popcornmaschine. Ja. Eine, das, und die geht auch an. Und die geht sogar an. Ja, das ist nicht nur irgendwie so ein Fake oder so. Ja. Nein, das Ding funktioniert wirklich. Und ihr werdet jetzt, und ich muss ganz ehrlich sagen, das für Filmabende, süß. Ja, das ist geil. Hier kannst du die Popcorn-Dinger reintun. Da passen drei Stück rein. Ja, für Filmabende mit Mädels, perfekt. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen und denken, boah, der Hardy, der labert wieder Bullshit. Aber alle meine super netten weiblichen Zuschauer werden jetzt sagen, ja, Hardy, so eine Popcornmaschine mit einem netten jungen Mann abends, ja, das ist was Feines. Ja, ja. Ich weiß es doch. Auch nur das, man braucht nur das. Man also braucht nur das? Aussehen und es ist alles zweitrangig. Das ist alles zweitrangig, ne? Ja, heißt also, ihr könnt aussehen wie der letzte Schmuck, solange genau. ihr eine Popcornmaschine habt. Ja, das sind die Werte, die wir genau. euch hier vermitteln wollen. Guck mal, der hat hier so ein großes Wohnzimmer hier oben, ja, wenn man die mal guckt, dass der hier sogar mit dem Skateboard durch die Gegend friemeln kann, ja? Ja, mach doch mal. So, soll ich mal machen? Ja, ich mach mal. So, ich stelle mich jetzt mal auf das Skateboard drauf. So, warte. Tony Hawk. Na, ich fahr jetzt mal, warte, ich komm mal her so. Boah, ich mach jetzt mal richtig Longboard-Style, ja, nee, weißt du? Von unten? Ich muss so von unten. Ja, musst so. Du von unten? So. Nee, und dann hältst du so und dann. Hältst du so? Ja, so, ich muss hier so. Hui! Boah, das ist voll was schwierig. Boah! Yeah! Puder, oh Gott! Nicht so schlecht. Treppe. Ja. Ja, what the fuck are you here? Ja, ich bin der König der Welt! Oh, Scheiße! Der hat meine Wohnung gerade zerstört. Das haben jetzt 5 Milliarden Menschen gesehen. Und ja. Das ist jetzt. Das erdrückt dich. Mann, ey, das ist voll der Rabauke. Ich lade dich nie wieder ein. Scheiße, müssen wir hier alles reparieren. Ja, ich habe ja gesagt, ein kleines, kurzes. Ich habe ja gesagt, nur ein kleines, kurzes, knappes Video. Ja, wir setzen uns jetzt hier zusammen an Toms Schreibtisch und nehmen eine Runde Five Nights at Freddy's 3 auf. Ich dachte, zusammen. Ich spiele Monopoly. Was? Ja, können wir natürlich auch machen. Nein, wir spielen Five Nights at Freddy's 3 und wenn ihr Bock drauf habt, euch das reinzuziehen, ich habe in der Beschreibung einen Link zu dem Kanal von dem komischen Typen hier und da könnt ihr das sehen. Also wenn ihr Bock habt, schaut ihr rein. Ich mache jetzt hier erstmal, jetzt wird gearbeitet. Ja? Jetzt wird gearbeitet. Es wird hardcore gearbeitet. Also macht euch noch einen schönen Tag, ihr ganz schön hier. Bis zum nächsten Mal rein. Tschüss!